Radio Essen. Der Tag in 5 Minuten. Am 7. August mit Nadine Müller. Guten Tag. Die Ferien sind zu Ende und das neue Schuljahr ist gestartet. Bei uns in Essen gibt es zum Start aber immer noch zu wenig Lehrerinnen und Lehrer. An der Gesamtschule Nord in Vogelheim konnten nicht alle Stellen so wie geplant besetzt werden. Und auch an vielen Grundschulen ist das ein Problem. Die Hövelschule in Altenessen hat es gerade so geschafft, für alle Klassen auch einen Klassenlehrer oder eine Klassenlehrerin zu organisieren. Es darf aber niemand krank werden, sagt der Schulleiter. In Karnap geht der Leiter der Maria-Kunigunda-Schule Udo Mota davon aus, dass es in Zukunft immer mehr Seiteneinsteiger geben wird. Also es gibt wirklich Naturtalente, die haben eine große pädagogische Begabung. Es gibt auch Leute, die sind in dem Bereich einfach auch falsch. Aber ich fürchte, wir werden auf Dauer gar keine andere Wahl haben, wenn wir den Unterrichtsbetrieb an den Schulen aufrechterhalten wollen. Auch beim Land ist das Problem längst ein Thema. Das neue Schuljahr steht für NRW-Schulministerin Dorothee Feller unter dem Motto Kampf gegen den Lehrermangel. Unser Interview mit ihr hört ihr auf radioessen.de. Mit dem Schulbeginn enden bei der Ruhrbahn auch zwei große Baustellen. Die 107 kann ab heute wieder durch Katernberg fahren und auch in dem Tunnel zwischen dem Hauptbahnhof und Rüttenscheid fahren die Bahnen wieder. Das freut auch die Fahrgäste. Ich bin ziemlich froh, mit der Bahn geht es natürlich schneller, wenn die unter der Rüttenscheider Straße herfährt, statt der Bus dann über die Alfredstraße. Und dazu kam ja noch, dass während der Ferien dann die 107 nicht gefahren ist, also der Ersatzbus. Und jetzt fahren wieder mehr Bahnen in Richtung Bredeney, da kommt man doch schon besser zur Arbeit und auch wieder nach Hause. Also ich bin ganz begeistert, dass das jetzt auch ganz neue Züge sind, ne? Ganz neue Bahnen. Konnte das eben gar nicht glauben, war mir gar nicht so bewusst. Die Bahn kommt pünktlich und besser als Schienenersatzverkehr. Super, jetzt kann ich nämlich endlich wieder die Bahn nutzen und muss nicht mehr laufen. Ja, oder draußen im Regen auf den Bus warten, der nicht kommt. Damit ist der Schienenersatzverkehr dort nach mehr als 2 Monaten vorbei. Die Bahnsteige sind jetzt auch am Rüttenscheider Stern und an der Martinstraße zweigeteilt. Also an der einen Stelle hält die U-Bahn und an der anderen die Straßenbahn. Die Bahnsteige haben eine andere Höhe, so kann die 108 jetzt als Niederflurbahn fahren. Auf der Linie 107 fehlen aber noch Niederflurbahnen. Die werden noch geliefert und sollen bis Anfang nächsten Jahres auch auf der Strecke fahren. Das erleichtert vielen das Ein- und Aussteigen. Auch die U11 fährt ab heute wieder normal unterirdisch zwischen Hauptbahnhof und der Messe. Gute Nachrichten gibt es heute von der Polizei Essen. Der überfahrene Polizist ist außer Lebensgefahr. Ende Juni wurde er in Borbeck bei einer Kontrolle überfahren und mitgeschleift. Er sei jetzt wach und ansprechbar, liegt aber immer noch auf der Intensivstation. Der Fall hatte für große Aufmerksamkeit und Anteilnahme bei uns in Essen gesorgt. Bei einer Kontrolle im Juni hatte ein 39-Jähriger den Polizisten überfahren und mitgeschleift. Dabei wurde der Essener Polizist lebensgefährlich verletzt. Der Fahrer konnte nach einer großen Fahndung noch am selben Tag festgenommen werden und sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Heute vor genau einem halben Jahr gab es schwere Erdbeben in der Türkei und Syrien. Aus Essen sind viele Transporte mit Spenden in die Erdbebengebiete gefahren. Der Verein Fatihspor aus Katernberg hilft den Betroffenen und deren Familien immer noch. Viele Menschen haben ihre Häuser verloren und leben in Containern und Zelten, erzählt Tünjay Günes vom Verein Fatihspor. Bis alles wieder aufgebaut ist, dauert es aber noch, sagt er. Die können da nicht da einfach ein Haus wieder erstellen. Und die Stadt hilft auch mit, klar. Da sind überall Baggers am Arbeiten, überall ist Staub, überall ist dreckig. Ne? Aber wie gesagt, das kann man nicht von heute auf morgen sowas aufheben. Im Oktober wollen die Helfer vom Verein nochmal selbst in die Gebiete fahren und sich den aktuellen Stand anschauen. Wenn mehr Hilfe gebraucht wird, soll es die nächste Hilfsaktion von Fatihspor im Dezember geben. Und das war überregional wichtig. Die schweren Überschwemmungen im Süden Österreichs sorgen weiter für Probleme. Zeitweise waren dort 5000 Feuerwehrleute im Einsatz, unterstützt von Soldaten. In Slowenien ist die Lage immer noch dramatisch. Deutschland will in den Gebieten helfen und schickt das technische Hilfswerk nach Slowenien. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. In der Nacht bleibt es meistens trocken und kühlt sich auf 13 Grad ab. Morgen gibt es zwischendurch mal Regen, die Sonne kommt aber auch mal raus. Dabei werden es dann bis zu 20 Grad. Das war der Tag in 5 Minuten. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Das war der Tag in 5 Minuten. Diesen und alle weiteren Radio Essen Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.